Mit Kahoot kann ich sehr schön Spiele bauen, die ich in meinen Unterricht einbauen kann. Das bietet sich meiner Ansicht nach hauptsächlich an für Zusammenfassungen bzw. Wiederholungen oder auch um am Ende einer Einheit oder einer neuen Grammatik oder irgendwas zu überprüfen, ob Schüler das auch wirklich verstanden haben. Ich habe jetzt einen Fachschaftsaccount angelegt für meine Englischfachschaft, sodass jeder diese Quizze nutzen kann und melde mich dann an. Und zwar macht man das auf getkahoot.com. Link kommt natürlich in die Beschreibung. Dann komme ich hier in diese Ansicht hier oben rechts, Fachschaft Englisch. Da kann ich jetzt die normalen Kontodaten machen. Es gibt einen Support, es gibt Facts, es gibt My Results. Das ist alles relativ selbsterklärend. My Results bedeutet, dass ich einfach alle Kahoots nochmal anschauen kann und mir angucken kann, wie die ausgegangen sind. Hier unten werden mir verschiedene Sachen vorgestellt, die ich mir anschauen kann, die vielleicht interessant sind. Man merkt, dass es zuerst mal auf Englisch ist, aber es gibt auch jede Menge deutsche Kahoots. Und danach kann ich jetzt gerade mal suchen. Ich gucke mal nach Hauptstädte. Ja, genau. Also Hauptstädte. Dann sehe ich hier, ah, okay, 976. Hauptstädte, Hauptstädte. Ich kann jetzt hier oben noch Filter anwenden. Es gibt verschiedene Arten Kahoots für verschiedene Nutzer oder von verschiedenen Nutzern, für verschiedene Audiences, Arten von Publikum und in verschiedenen Sprachen. Das ist sicher eine ganz, ganz schöne Geschichte. Genau, wenn ich jetzt einfach einen Kahoot spielen will, drücke ich auf Play und dann geht das los. Ich kann das unter meinen Favoriten speichern. Und ich kann auf Duplicate drücken. Wenn ich jetzt Duplicate drücke, dann wird es in meine Kahoots eingebaut. Dann sieht man hier, ah, okay, meine Kahoots. Steht es jetzt hier noch mit Draft. Da werde ich jetzt gleich mal reingehen und daran auch dann demonstrieren, wie ich einerseits einen Kahoot verändern kann und andererseits einfach neue Fragen erstellen. Ich habe hier noch die Möglichkeiten Edit. Das ist dasselbe. Ich kann das wiederum nochmal kopieren. Ich kann es löschen. Ich kann das öffentlich haben, da kann es jeder, der es sucht, finden. Oder ich mache es privat, dann kann es offensichtlich niemand finden. So, dann gehe ich jetzt hier mal auf Edit. Und Edit wäre das gleiche, wie wenn ich jetzt auf New Kahoot gehe und ein neues erstelle. Unterm Strich funktioniert die Geschichte genau gleich. Jetzt sehe ich hier einfach, das ist ein Bild, das eingefügt wurde. So heißt es Kahoot. Das ist die Beschreibung. Drücke ich hier drauf. Kann ich an dem Kahoot rumdoktern. Und ich kann hier auch die Fragen zum Beispiel verschieben, wenn ich das gerne andersrum haben möchte. Ich kann am Zeitlimit spielen, wie viel Zeit die Schüler Zeit haben, um die Frage zu beantworten. Ich kann Fragen kopieren oder löschen. Aber das passt mir jetzt mal alles so. Und dann bin ich fertig. Und jetzt ist das einfach eins meiner Kahoots. Okay. Möchte ich einfach selber einen Kahoot erstellen, gehe ich hier auf New Kahoot. Und zuerst mal auf Quiz. Jumble werde ich in einem extra Video erklären. Das funktioniert ein klein bisschen anders. Aber das Prinzip ist immer, ich gebe einen Titel ein. Also das soll mal sein. Farben. Gebe ich hier noch einen Hashtag für die Beschreibung ein. Farben. Wer soll das sehen können? Nur ich oder jeder? Nee, wird super, darf jeder sehen. Die Sprache wird sein, nicht Dansk, sondern Deutsch. Ich möchte hier auch ein Bild hinzufügen, entweder ein eigenes. Oder ein Getty-Image, wo es dann keine Schwierigkeiten gibt mit dem Datenschutz. Tja, ist mir eigentlich total egal. Ich möchte gerne mal dieses Foto haben. Wenn ich es wieder löschen will, drücke ich hier drauf. Wenn ich ein anderes haben will, dann drücke ich einfach hier drauf. Die Resources zeigt er dann hier an, dann ist das alles super. Und ich kann auch ein YouTube-Video als Intro einfügen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, was passt zu Farben? Farben passt natürlich, alle Farben, Bad Ideas. Einfach die URL kopieren. Hier einfügen. Chup. Okay, go. Oh, vergessen. Ah, weist er mich darauf hin. Ich mache das für die Schule. Jetzt geht's los. Also, so sieht es dann bis jetzt aus. Wenn ich hier oben was verändern will, drücke ich hier drauf. Wenn ich jetzt eine Frage hinzufügen will, dann klicke ich hier. So, was ist denn meine Frage? Man sieht hier, ich kann Fett, Kursiv, hochgestellt, tiefgestellt und Symbole hinzufügen. Möchte ich Punkte vergeben? Ja, nein. Eigentlich ja. Wie viel Zeit sollen die Schüler haben? Dann muss ich die ersten zwei Antworten angeben, weil es sonst keine Auswahl gibt und das wäre dumm.
3 und 4 kann ich angeben, wenn ich möchte. Auch hier kann ich wieder ein Foto hinzufügen. Ich möchte einfach mal gerne dieses Foto, weil mir das so schön gefällt. Also, und meine Farben sind dann blau und schwarz. Ist das korrekt? Ne, ist nicht korrekt. Also hier nicht klicken. Was wäre denn die richtige Antwort? Gelb und rot, genau. Also gelb und rot, richtige Antwort. Dann setze ich hier den grünen Haken. Setze ich den grünen Haken. Ah, jetzt. Also nicht rot und grün. Und lila und braun. Ich kann auch mehrere korrekte Antworten eingeben. Das heißt, ich kann hier öfter den grünen Haken anklicken. Das sollten dann halt alles auch richtige Antworten sein. Was in diesem Fall ja nicht der Fall ist. Deswegen drücke ich jetzt auf Next. Jetzt mache ich einfach mal ein kurzes Quiz, um es zu zeigen. Also Save. Ich kann jetzt diesen Link schon teilen. Ich kann mir ein Preview anschauen. Ich kann auf Edit gehen und es nochmal bearbeiten oder ich kann es spielen. Wir gehen jetzt einfach mal auf I'm Done. Vielleicht bereitet man es zu Hause vor und will es dann später spielen. Und jetzt habe ich das hier gespeichert. Hier Created by Me. Wenn ich jetzt auf Spielen gehe, passiert Folgendes. Ich habe hier wieder zwei Möglichkeiten. Ein Team Mode und ein Classic Mode. Ich habe ja vorher eingestellt, dass die Schüler 20 Sekunden Zeit haben, um die Frage zu beantworten. Beim Team Mode haben sie vor diesen 20 Sekunden nochmal 5 Sekunden, um sich zu besprechen. Dann gibt es hier unten Game Options. Das muss man sich im Detail mal anschauen. Im Normalfall ist erstmal alles sinnvoll eingestellt. Wer sich dann reinfuchsen will, der kann das machen. Also möchte ich Classic spielen. Und jetzt wird gleich ein Game Pin erzeugt. Okay. Und jetzt merkt man, im Hintergrund läuft jetzt mein Musikvideo an. Okay, das kann ich auch stoppen. Das ist mir ein bisschen laut. Jetzt ist hier auch nochmal die Anleitung. Ganz idiotensicher. Man geht auf Kahoot.it. Kahoot.it. Und auf dieser Webseite kann man auch nur einen Gamepin eingeben. Das heißt, wo waren wir denn? Genau. Jetzt kann ich mir jetzt diesen Code kopieren, per Copy-Paste einfügen, damit auch kein Quatsch passiert. Das wäre jetzt das, was die Schüler machen. Kahoot.it. Dann geben sie den Gamepin ein und dann Nickname. Schullehrer 1111. Alles klar. Also jetzt sagt er, ich bin drin. Siehst du deinen Nickname? Und da das jetzt hier der Lehrercomputer wäre, der wahrscheinlich mit dem Beamer an die Wand geworfen wird, sehe ich jetzt hier, ah okay. Wenn da jetzt steht kleiner Schwanz, dann kann ich auch sagen, nee, bitte nochmal probieren, dein Nickname geht nicht. Ich kann das Ganze in Fullscreen machen und grundsätzlich würde ich dann auf Start drücken. Dann kommt jetzt hier die Frage. Und wichtig ist jetzt, dass die Frage und die Antwortmöglichkeiten nur auf dem Beamer erscheinen und nicht bei den Schülern. So. Okay. So, die Schüler sehen nur das hier. Und müssen vorne an der Tafel sich für was entscheiden. Entscheidet sich mal für, alles klar. Nix war. Musik bisschen laut, aber Prinzip ist klar, der Schüler sieht nur die Farben. Also war nicht richtig. Vorne an der, am Beamer würde ich jetzt diese Ansicht sehen. Also, was wurde wie oft angeklickt und was wäre die richtige Antwort gewesen? Ich kann mir bei Show Media nochmal das Bild anschauen und dann sagen, haha, ist doch klar, muss doch gelb und rot sein, warum auch immer. Also nochmal, Schüler bekommt hier seine eigene Rückmeldung. Bekommt auch gesagt, welchen Platz er hat. Und wie viele Punkte hier oben. Und da das schon die letzte Frage war, gibt es jetzt eine Siegerehrung, erster, zweiter, dritter. Und ich kann hier als Lehrer auf Get Results drücken. In dem Moment kommt bei den Schülern diese Frage, beziehungsweise dieser Bildschirm, wo sie eine Rückmeldung eingeben können. Also der fand es natürlich richtig kacke. Hast du was gelernt? Nee. Würdest du es empfehlen? Irgendwie schon. Und mir geht es jetzt nicht so gut. Hm. Vielen Dank. Ich habe trotzdem gewonnen. Beim Lehrer wiederum kann ich mir jetzt über Show Feedback auch gerne an der Tafel zeigen oder am Beamer zeigen. Wie fandet ihr das jetzt von 0 bis 5? Habt ihr was gelernt? Wie fühlt ihr euch? Und würdet ihr es weiterempfehlen?
kann jetzt mir die Resultate noch anschauen. Meistens direkt Download macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Dann wird eine Excel-Datei erstellt, in der alle Fragen, alle Antworten drin sind, wo sich die Schüler dann einzeln wiederfinden. Ich kann in Ghost Mode nochmal spielen. Das würde jetzt bedeuten, dass die Antworten durchgetauscht werden. Das heißt, nicht mehr Antwort grün ist jetzt richtig, sondern Antwort, weiß ich nicht, blau. Oder ich kann einfach auf neues Spiel bzw. zurück ins Hauptmenü gehen. Bei meinem Schüler sieht die Geschichte dann einfach wieder so aus, dass er zurückkommt auf Kahoot IT und dann wartet, ob es nochmal einen Gamepin gibt. Ich bin jetzt hier, kann jetzt wieder auf My Kahoot gehen, gucken, will ich noch irgendwas spielen. Oder ich lasse es bleiben. Dann sieht man jetzt hier, ah okay, das habe ich jetzt einmal gespielt und es war vor 5 Minuten. Spitze. Ich kann ein Kahoot als Favorite speichern. Machen wir jetzt hier mal, wenn ich hier drauf drücke und dann auf My Favorites gehe, dann sieht man, ah, alles klar, Überraschung. Und Shared with Me, das bedeutet, dass dieses Kahoot von einem anderen User oder dass Kahoots von anderen Usern mit mir geteilt wurden. Auch das kann ich natürlich machen. Wenn ich jetzt hier einen Kahoot habe und dann auf Share gehe, dann muss ich jetzt halt wissen, was für User es noch gibt. Gibt es einen, der heißt Johnny? Ja, es gibt einen Johnny. Also könnte ich das jetzt mit dem teilen. Sollte man allerdings vorher wissen, mit wem man gerne teilen möchte. So schaut's aus. So funktioniert Kahoot. Ich werde noch ein extra Video machen zu Kahoot Jumble, weil es ein klein bisschen anders funktioniert. Aber im Prinzip war es das. Interessante Links gibt es natürlich in der Beschreibung.